Moin zusammen, Anna, du musst noch bestätigen. wir gehen jetzt zu dritt nochmal in den Challenge-Mode in Grafton und rein da. Der hat null Beweise. Mal gucken, wie gut wir hier vorankommen. So. Okay, Aufgaben sind gut. Vorbereiten, rein da. Okay, dann 3, 2, 1, go. So, dann schauen wir hier mal. Schade, dass wir keine T2-Headgears haben. Ein Totem ist wieder in der Küche. Der Breaker ist leider nicht hier in der Küche. Das Totem wurde fotografiert. Perfekt. Ah, da auf dem Sofa sitzt ein Totem. Hier ist auch ein Totem beim Breaker, also hinter dem Schlafzimmer, der kleine Lagerraum. Hier drin. Habe ich gerade Atem gesehen? Knochen ist nicht hier, ne? So, gucken wir mal kurz. Nee, hier sehe ich keinen Knochen. Wir haben das Versteck in der Waschküche. Ich lasse das Licht mal einfach an. Dann kann man da nämlich Hier oben hingucken. war eine Hat schon einer den Knochen? glaube, Badezimmertür. Oh, hier ist noch ein Totem hier unten Wurde was gebrochen? hinter dem anderen Ja, ich hab's Schlafzimmer. gehört. Moment, dann hole ich mir schnell eine Kamera. Hier in dem Schlafzimmer hier. Badezimmertemperatur ist bei 7 Grad. Okay, dann kann es sein, dass er da drin ist. Hier ist das Totem. Ich gehe noch mal ganz kurz zur Küche und zum Eingangsbereich zurück und guck noch mal, ob da irgendwie der Knochen ist. Vielleicht haben wir den vorhin übersehen. Nee, hier ist nichts. Das ist immer random. Manchmal hat man nur drei, manchmal hat man fünf. Also wenn man so fünf, sechs hat, dann müsste es eigentlich passen. Ich höre, glaube ich, auch noch einen Totem. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, hier unten ist nämlich keiner. Ah, cool, wir haben auch den Sessel da als Versteck. So, dann nehmen wir die, dann nehmen wir noch eine Fotokamera, dann wo ist das Salz? Salz, Salz, Salz. Habt ihr da oben schon Salz? Ich habe nur Geflüster. Okay, ich gehe dann gleich mal nach Wurde der Pfennigsee schauen. eingewispert. Hier ist noch eine Fotokamera, falls du noch eine brauchst. Oh, Singsang, die Fotokamera liegt vor dir im Raum. Die liegt da unten bei dem EMF, die Fotokamera. Da unten liegt eine. Ich hatte keine Fotokamera in der Hand. Ich habe ja gesagt, die liegt da. Hier liegen zwei. Hier unten, guck. Ich hatte das Parabol auf den Ohren. Ach so, deshalb hast du nicht gehört, was ich gesagt habe. Ah. Ja. Ich hab auch zu spät geschalten, ey. Ja, ich glaube, wir brauchen eh kein Geisterfoto hier für diese Mission, ne? Ne, wir brauchen nur 25%. Okay, also du bist momentan zwischen 73 und 75% Sanity. Stehst du gerade im Licht? Ja, ich stehe im Badezimmer. 72 bis 76? Celine, war schon eine Kamera drin. Ja, zwei Dann Perspektiven. kannst du sie in den Flur stellen, die andere Kamera.
Nee, die Sanity geht nicht runter. 72, das niedrigste. Nee, deine Sanity geht nicht runter, also kein Moroi. Okay. Okay, ich komme mal wieder rein und bringe noch ein paar Sachen hinterher. So, ach, hier ist das Salz. Ah, ich habe das Salz gefunden. Kein Wave, er ist in Salz. Ich mache von hier drinnen, von dem Salz ein Foto, ja? Bei der Badewanne. Dann. Ja, kannst du ruhig machen. Das ist das, wo er gerade... Ich kann noch eins mitbringen. Ich bringe noch Salz mit in der nächsten Tour. So. Wo ist denn hier das Kruzi? Die hat den Lichtschalter ausgemacht. Hat sie ihn sofort ausgemacht, als du ihn angemacht hast? Oder verzögert? Nee, nee. Celine, sie hat deine Kamera umgeschubst. Keine Okay, so, dann nehmen wir noch den mit. Dann nehmen wir noch das und den Sensor. Ein Foto brauchen wir noch. Habt ihr schon den Spiegel fotografiert? Sonst kann ich den auch noch mit hochbringen. Nö. Fotos dürfen voll. Okay, ich bringe den Spiegel trotzdem mal hoch, falls wir ihn später brauchen. Mal das Salz, was hier liegt auf diesem kleinen Mini-Teppich, das ist noch voll. Das kann man noch benutzen. Ich schmeiß die leeren einfach hier in die Ecke. Oh, wo läuft denn der Geist? Der kam gerade raus. Ja, wir müssen uns gleich mal hinter das Salz setzen an den Sessel und gucken, ob der zu uns läuft. Oh, da hinten an der Tür war er. Hinter dir! Ach, schon wieder das Licht kaputt. Mann. Oh, hier ist kein Versteck. Cool, ey. Hör auf! Ja, die stand hinter dir am Tisch gerade. Alter. Mhm. Ja, vorhin ist die in der Tür gespawnt im Zimmer rechts von uns und auf einmal rübergeschützt wird. Ja, die Ghost Events, da können die sich so ein kleines Stück weit teleportieren, wenn sie die machen. So. Dann schmeißen wir das noch da rein. Hopp. Ja, da sind ja so genug Items. Okay. Haben wir noch Smoochies? Gucken wir mal kurz. Smoochies, Smoochies, Smoochies. Oh, wir haben noch Kerzis. Können wir noch mitnehmen für Onryo. Mal gucken, ist die noch hier drinne? Okay, 37. Okay, sie ist noch hier drin. War sie gerade wieder am Lichtschalter? Ist das ein Event? Oh, sie huntet! Sie kommt von da hinten! Sie ist schneller geworden. 8,50. Das vielleicht Twins? 29, 10, 20 und 11, 15. Ist vorbei. Kann sein. Wir können gucken. Ich habe ein Smudge. Oh, Airball, kein Oni. Das war gerade total weird. Die kam hinten aus dem Lagerraum raus, wo der Boyker spawnen kann. Da kann die, aber eigentlich, da muss die da hingelaufen sein, durch das Event. Okay, unsere Sanity ist bei 30%. Vielleicht ist das ein Shade. Ich nehme einmal Sanity-Pillen, damit wir ein bisschen wieder höher kommen mit der Sanity. Wir müssen Shade testen. Aber wir dürfen nicht über 50 kommen wegen einem Spirit-Test. Ja, wir sind immer noch bei 30. Ich nehme mal noch eine.
Wir müssen mal gucken, ob sie da in den Raum gewechselt hat. Das könnten aber auch Twins sein, dass sie deshalb von da gestartet hat. Ich hab ein Smudge, ne? Ja. Na, hattest du schon geguckt wegen Orbs einnehmen? Oh, sie wechselt den Raum. Ich hatte vorhin einmal kurz manuell geguckt, aber nur grob. Also ich habe keine gesehen. Aber ich glaube, sie hat jetzt gewechselt. Sie könnte im Lagerraum vielleicht jetzt sein. Na, der Lagerraum ist warm, aber das Schlafzimmer hier geht ein bisschen runter. Na, sie interagiert hier durch die Wand. Die Kamera, wo ist die Kamera? Schnell, 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 schnell. Ich glaube aber nicht, dass es ein Phantom ist. Lauf, 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 lauf. Lauf! Na, zu spät. Ich glaube, sie ist jetzt hier drin. 8,7. Hier ist 14. Ich glaube, sie ist jetzt hier. Also Goryeo ist zum Glück raus. Ja, die Kerzen, die können wir auch noch mit rüber tun. Das ist jetzt aber sehr lange, dass sie nicht mehr huntet. Ein Spirit kann in 8 Sekunden hunten. Okay, ein Spirit könnte jetzt hunten. Vielleicht ist es doch ein Shade. Das sind ja zwei Kameras. So, die wurde einmal ausgepustet. Jetzt warten wir noch, bis die beiden ausgepustet werden. Ich stelle mal eine der Kameras hier unten hin. Weil dann kann man sie nämlich hier auch beobachten, wenn sie hier lang flitzt. Ich habe mal eine der Videokameras unten hingestellt, dass wir sie überall beobachten können. War es das, Kruzi? Okay. Kruzi, Hand. Die Kerzen sind beide ausgegangen gleichzeitig. Könnte ein Onryo sein. Na, wenn ich gehe nach unten und gucke dabei in die Kamera. Haben wir da eine Kamera? Ja, unten habe ich eine Kamera gerade hingestellt. Und im neuen Geisterraum ist jetzt auch eine. Ich habe mal schnell noch eine Kerze geholt, dann können wir das ja ein bisschen genauer testen. Ich glaube, sie huntet, oder? Nee, ist ein Event. Hallo, ja, Gast. Ein Event. Ja, versuch mal von hier zu hunten, Geist. Wenn die jetzt hier spawnt, auf der Kerze, dann ist es kein Onryo. Na, willst du nicht handeln? Sie hat sie ausgepustet. Was ist los? Wechselst du jetzt hierher? Oh oh. Hallo! Und tschüss! Hand, aber die Kerzen waren an. Ja, sie ist außerhalb gespawnt. Fuck, ich war zu langsam. Scheiße! Scheiße, ich war zu langsam. Celine, habe ich dich mitgenommen? Hey, ich sehe mich sterben. Das habe ich ja noch nie gesehen. Celine, lebst du noch? Bist du auch tot? Ach, scheiße, das ist meine Schuld. Tut mir leid. Wie konnte Celine denn jetzt sterben? Scheiße, tut mir leid. Ich habe den Geist reingelockt, weil ich zu langsam um die Ecke gelaufen bin. Alles gut. Sorry, ist meine Schuld. Jetzt liegt's an Anna. Also ich tendiere mal zum Onryo irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade nicht sicher, aber es könnte vielleicht echt ein Onryo sein, weil sie ist hier gespawnt, hier. An der Kamera hier. Und die Kerze war ja da. Hm.
Was die Anna machen könnte, wäre, sie könnte die Sanity auf 60% bringen und sich irgendwo einfach unten hinhocken. Warte mal, ich guck mal. Anna, du könntest dich auf 60% Sanity versuchen zu bringen, wenn noch genug Sanity-Pillen da sind. Und dich hier in den Raum hocken. War das jetzt möglich, dass wir beide gestorben sind? Weil der weiterhuntet, wenn einer stirbt. Weil das so eingestellt ist wahrscheinlich im Schwierigkeitsgrad. Und ich habe sie da reingelockt, weil ich nicht richtig um die Ecke gegangen bin. Deshalb hat sie mich noch gesehen. Ah, okay. Ich wollte gerade noch smudgen, aber das ging zu schnell. Ich habe den nicht schnell genug in die Hand bekommen. Mist, unsere Sanity ist auf null, da sind nur zwei Pillen. Ich glaube, sie also kriegt. Anna sagt, es geht da nicht nochmal rein. Ja, ich denke mal, selbst wenn sie beide nimmt, kommt sie nur auf 50%. Ich würde mal zum Onryo tendieren, weil ich glaube, die Kerzen haben den Geist lange geblockt. Also, du kannst Onryo eintragen, ich hoffe, es stimmt. Also, Anna, das ist jetzt nur ein Gefühl von mir, Onryo, ne? Du kannst mit Onryo dran. Ja, ich hab's eingetragen. Berlin? Ja, ich hab's drin. Hab's eingetragen. Es kann aber auch sein, dass es was anderes ist. Weil das mit den Kerzen fand ich schon ein bisschen verdächtig, dass sie der ausgewichen ist. Es war ein Mining. Oh mein Gott. Deshalb habe ich sie vorhin nicht gehört, als sie aus dem Lagerraum kam. Oh Mann, deshalb hatte ich sie vorhin gar nicht gehört, als sie aus dem Lagerraum da kam. Oh Mann. Hey, aber wir haben trotzdem hier diese Punkte bekommen, obwohl wir verkackt haben. Cool. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.